Wir hocken hier. Und wir haben eine Berner Band, die wir heute begrüßen dürfen. Mm. Die heisst InView. Und wer kommt heute vorbei? Der Alexander Henzi. Willkommen bei uns im Studio. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Schön. So. Ja, in diesem Fall nicht einen weiten Weg gehabt. Hey. Hey, gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, soll ich mal stoppen, dann bin ich schon hier. Bin ich schon hier gelandet. Hey, es freut mich sehr, heute bei JR The Show dabei dürfen zu sein und ja, ein paar Fragen zu beantworten. Und auf die Challenge freue ich mich besonders. Ja, yes. Merci vielmals, danke schön. Merci schon. Ja, es ist sehr eindrücklich. Euch in Bern gibt es ja bereits seit 10 Jahren. So, genau. Wie ich das richtig verstanden habe. Erzähl genau, mal, wie seid ihr so entstanden? Ich glaube, da gibt es eine ganz lustige Story dazu. Habe ich mal noch so gehört, munkeln. Ja, das ist so. Leider haben wir sie noch nie niedergeschrieben. Aber die Story ist eigentlich so, dass wir, als wir gestartet haben, sind wir noch 5 in der Band gewesen. Aktuell sind wir noch zu dritt. Und wir haben dann einfach irgendwie einen von unseren Jugendlichen eben gehabt, wo man so biert und so. Wir haben alle so die gleiche Musik gehört und dann haben wir irgendwie so Tenacious D, zum einen Song. Wir haben alle so mitgerölt und auch so ein bisschen rausschinnen, so, hey, es klingt eigentlich schon mal geil, was wir hier so singen. Und dann haben wir gesagt, also, haben so ein bisschen geschaut, hey, wer würde welche Instrumente spielen und so. Und dann haben wir so gesehen, ja, einer, der so halbpatzig singt, so ein bisschen als Spass, zwei, die Gitarre lernen, leider nicht mehr, der Bass spielt und jemand, der Schlagzeug spielt. Und er, ja, hey, eben, ich habe eine Band gegründet und so. Und das haben wir dann eigentlich am nächsten Tag so ein bisschen verworfen, so ein bisschen wie im Rausch ausgeschlafen. Und 2 Wochen später tut der ehemalige Gitarrist irgendwie so, also macht eine WhatsApp-Gruppe und sagt so, hey, ich habe einen Bandraum, könnt ihr proben. Okay. Aber ich habe vorher gesagt, wir hatten noch keinen Bassist gehabt. Und dann ist mein älterer Bruder, der jetzt aktuell auch noch in der Band ist und singt, ist dann so auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du spielst ja Cello, das hat ja 4 Seiten. So ein bisschen die Szene bei School of Rock oder Jack Black. Ja, genau. Und dann so, ja, eben, das ist eigentlich wie das Cello, jetzt ist so in Dreien und jetzt hast du eine Bassgitarre. Genau, und so hat sich dann eigentlich unsere Band gegründet. Genau. Also Bandgründung im Suff, also ich muss sagen, finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Story, weil meistens sind Bandgründungen im Suff halt temporär, im Sinne von, macht man ein paar Wochen und dann ist es vorbei. Ja. Und ihr habt es wirklich durchgezogen. Also, ja, genau. Ja. Kompliment an euch, ja. Wirklich. Merci vielmals. Also, ja, so haben wir es, aber wir haben halt Wechsel gehabt und so. Ich denke, es hat die Wechsel aber auch gebraucht. Oder die Stilwechsel haben wir so ein bisschen gehabt, dass wir jetzt eben noch zu dritt unterwegs sind. Es hat es aber auch ein bisschen gebraucht, dass wir noch zusammen unterwegs sind. Mhm. Und was er auch sehr reingespielt hat, ist, dass wir uns halt einfach alle seit Windelzeit noch kennt. Also wir haben jetzt unsere Kindheit verbracht und auch jetzt wachsen wir noch weiter. So zusammen, ja. Genau, das so. Ihr habt, wie viele Album? 2 habt ihr schon draussen? Mhm. 2 Album? Genau, wir haben im 14. Ich glaub, mal eine EP aufgenommen, dann im 17. das erste Album. Und das erste Album war so ein bisschen einfach alle Songs, die wir mal geschrieben haben, Maten, und da haben wir dann auf ein Album drauf da. Und jetzt das letzte Album ist eigentlich wir reden so ein von dem, also ich persönlich, ich rede jetzt aus meiner Perspektive, ist so unser erstes richtiges Album, das wir so wirklich in einem absehbaren Zeitraum, unter anderem wegen Corona, geschrieben haben und jetzt eigentlich letzten Oktober veröffentlicht haben. Genau. Ich habe gehört, ihr seid schon gross ein bisschen am Umtouren gewesen. Das ist so gross, ja. Ja, also, ja, ich habe da gelesen, irgendwie Russland und Deutschland seid ihr auch schon Konzerte spielen. Mhm. Wie seid ihr da zu dem gekommen? Also jetzt, wie würdest du sagen, jüngere Bands, die noch nicht seit 10 Jahren existieren, was ist der Tipp, für wenn man in Russland und in Deutschland spielt? Also in Russland ist es ein bisschen Glück. Also Glück. Wir sind so angefragt worden von einer internationalen Agentur, dass wir und haben dort auch bezahlt, dementsprechend für die Tour. Ist so ein bisschen sie haben uns wie eine Dienstleistung angeboten, dass wir schöne Momente, also uns wie eine Band können fühlen, auf Tour gehen und so. Und wir haben auch bezahlt für das. Also, das ist so ein bisschen das. Das ist in Deutschland und das sind einfach Connections. Oder echt die meisten Konzerte. Also, um auf die Frage zurückzukommen, du sagst, junge Bands, hey, einfach Leute kennen oder Leute ansprechen. Ja. Was wir gemerkt haben, was, so ein bisschen was wir sehr gerne machen, ist, wenn wir an ein Konzert kommen, neue Leute lernen kennen, dass wir so eine Offenheit an den Tag legen, dass man sich irgendwie auch wieder ein bisschen an uns erinnert. Mhm. Dass man vielleicht mal denkt, hey, ah ja, die könnte ja auch noch fragen für ein Konzert. Und so sind wir schon zu vielen Sachen gekommen, sei es zu unserem Label, sei es zu diversen Konzerten, sei es zu diversen
Sonstige Dienstleistung. Ja, also eben schon auch Label in dem Fall. Also es ist schon, du würdest schon auch sagen, ein Label ist für sagen wir mal, die Art von Networking notwendig. Oder würdest du wie sagen, jetzt die Tournee und alles hat ja persönlich mit den Kontakt hergebracht? Das haben wir auch noch gebracht, bevor wir im Label waren. Ah, bei DMB Records, oder sonst Punk-Label in Bern. Shoutout to DMB Records. das ist alles erst später passiert. All die anderen Konzerte, die Connections, wo ich so das Gefühl hatte, das ist wie das, was wir auf der Bühne präsentieren, aber auch das, was wir neben der Bühne präsentieren, ist genauso wichtig, für dass wir weitere Konzerte spielen können. Und gerade als, eben, in Bern, es gibt so viele Bands, es gibt so viele Künstler und Musik. Ist ja auch gut, ist ja cool, dass die Leute ausdrücken auf so eine Art und Weise. Wenn du einfach ein bisschen willst, regelmäßig Konzerte kommen, dann musst du halt einfach reden und auf die Leute zugehen. So ein das. Ja? Das ist ein guter Tipp für unsere Musiker. Also merkt euch, auch das neben dem Konzert ist wichtig. Von einem Laienmusiker. Absolut. Und ich denke, du hast wahrscheinlich ein bisschen Mühe gehabt in Russland mit der Sprache. Nehme ich mal so an. Das ist auch ein Punkt. Und das wird nicht nur zu Russland haben, sondern das wird auch bei uns in der Challenge haben. Und mit der wünschen wir viel Spass. Falls ihr jetzt noch dran seid, willkommen im langen Interview. Und somit fahren wir doch einfach gestrickt weiter. Ja, zockt. Und zwar so Stichpunkt Russland. Würde mich auch wundern, was ist so die verrückteste Story, die ihr dort erlebt habt auf dieser Tournee? Mara geht sicher auch. Ja, also, sicher eine Spannung. Ich weiß nicht. Also viele Sachen, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Weil, okay. Aber ich würde es gerade mal von unserem ersten Tag erzählen, wo wir angekommen da sind. Wir sind nach Moskau geflogen. Welcher Flughafen? Moskau hat ja, glaube ich, drei Flughäfen. Da sind wir zum einen angeflogen. Wir wussten, wir sollten so einen straffen Zeitplan. Wir sollten gleich mal zu unserem ersten Konzert. Wir sind um 4 Uhr gelandet und in Sydney hätten wir dort sein sollen. Dann sind wir dort angekommen und bis wir überhaupt zur Passkontrolle, also über den Zoll gekommen, hat es schon mal eineinhalb Stunden gedauert. Weil es sind ganz viele Russen mit unserem Flugzeug. Ja. Als ich dort angekommen bin, habe ich zuerst mal was trinken am Flughafen. Also wirklich. Schon das. Und dann sind wir irgendwie reingegangen, das Gefühl gehabt, hey, jetzt können wir sicher zu denen, die uns abholen. Also das war eine Tourmanagerin und ein Fahrer und auch der Chef von der Agentur, den ich im vorherigen Interview erzählt habe, der uns angefragt hat. Wir wussten, die warten auf uns und wir sind dann zur Gepäckausgabe und haben unsere Instrumente auch aufgegeben. Und dann sind einfach die Symbols von unserem Schlagzeuger, von Walti, von Simon, sind einfach nicht gekommen. Und dann sind wir gefragt, hey, wo sind die, wir brauchen die, wir spielen heute ein Konzert. Dann haben sie gesagt, hey, es ist nicht mehr da. Und irgendwie hat es einfach das Durcheinander gegeben mit den Beschriftungen. Auf jeden Fall, wir wussten, jetzt muss einfach eine Lösung annehmen. Wir sind dann zu unserem Empfangskomitee und haben gesagt, hey, wir können nicht spielen, wir brauchen nicht. Dann haben sie gesagt, hey, kein Problem. Dann sind wir irgendwo durchgekesselt. Also, die Straße von Russland sind und wie der gefahren wird. Das ist eine andere Geschichte, dann wird unser Interview nicht länger. Dann sind wir echt zu einem Musikladen und haben dann einfach Symbols gekauft und sind dann wirklich zum nächsten. Sind dann zur Lokation gefahren, halt mit Verspätung. Haben dann den Soundcheck gemacht, eigentlich gespielt und dann anschließend noch zusammengeräumt weitergefahren. Das ist so ein eine lustige Story, vor allem auch, weil sie auch noch weitergeht. Und zwar hat uns der Flughafen. So, nach dem letzten Drittel von unserer Tour hat sich bei uns gemeldet und gesagt, ja, die Symbols sind da, wir können sie holen. Und wir waren irgendwie schon 5000 Kilometer im Land innen und keine Chance, die Steine zu holen. Ja, wir haben gesagt, hey, könnt ihr bitte warten, wir fliegen dann irgendwie, 5 Tage später wären wir wieder zurückgeflogen. Wir waren noch gerade nicht zu Moskau wieder. Und dann sind wir am Abend vorher, wir wären um 7 Uhr morgens am nächsten Tag geflogen und am Abend vorher sind wir schon am Flughafen. Wir wussten, wir müssen sehr früh irgendwie die Symbols holen. Und dann hat es geklappt. Also, wir hatten ein bisschen Angst, weil wir die Sprache nicht verstanden. Und dann sind die so gekommen mit der Uniform. Und wir haben etwas von uns, okay. Reingeholt. Es hat nur eine Person rein dürfen. Und als der Schlagzeuger mit den Symbols rausgekommen ist, es hat sich ein bisschen angefühlt wie der Triumph, dass wir wieder hatten. Ja, genau. Klar. Das ist eine kleine Story, die uns halt über ganz Russland beschäftigt hat. Ja, komm. Nicht schlecht. Also wirklich eine Hammer-Story. Ja, voll. Russland. Thema Russland. Man hört ja viele Sachen über Russland. So, wie viel hat sich dort bewiesen, wo du vor Ort warst? Hast du so ein bisschen Russland-Vibes bekommen? Ich war noch nie dort und ich bekomme so ein bisschen Vibes von Russland, so durch die Medien halt, logischerweise. Würdest du das wie
Sagst du, das ist kongruent oder eher nicht? Ich denke, in gewissen Sachen ist es sicher kongruent. Also, was ich merke, ist die Diskrepanz zwischen den grossen Städten, St. Petersburg und Moskau, wo man sagt, ich war zu Russland, aber man war dort. Also, man ist ja auch, entspricht ja der Wahrheit. Wir haben wirklich 6.500 Kilometer innerhalb von 12 Tagen gemacht. Also, wir sind wirklich einmal über den Ural und wieder zurück. Also, wir haben auch viele Konzerte, also kleine Lokationen gespielt. Und ich habe so das Gefühl, dort habe ich so wie die russische Kultur richtig mitbekommen. Und dort habe ich nicht das Gefühl, jetzt gewisse Sachen auch bewahrheitet. Ja, das ist Klischee Nummer 1. Ich bin nicht ein Fan von Klischees und gleich alles. Das mit dem Trinken. Also, die haben uns wirklich einfach immer zum Trinken verleiten. Also, wir haben natürlich auch mitgezogen, natürlich, aber bei gewissen Sachen hat es uns dann auch Grenzen gesetzt. Also, wenn sie uns Bier mit Wodka andrehen wollten, haben wir gesagt, nein. Oder irgendwie, ich hatte das stärkste Bier getrunken, das ich je getrunken habe. Es hatte 25% Alkohol. Das war einfach wie Kaffee. Also das tut sich sicher bewahrheiten. Aber jetzt mit dem Russen, der vielleicht so ein bisschen, also, was man vielleicht in den Filmen sieht, so ein bisschen amerikanischen Filmen, so ein bisschen distanziert und so, habe ich jetzt unsere Rolle als Musiker, die in ihrem Land durch, gar nicht erlebt. Ich habe das Gefühl, die sind wirklich gekommen und haben gesagt, hey, wir finden unser Land, wir finden unsere Kultur, haben mit uns in Kontakt treten. Das, also die Offenheit habe ich sehr geschätzt und nicht erwartet, aber nicht so. Dann habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt vielleicht nicht als Musiker würde gehen, werde ich vielleicht nicht so gleich. Also das, dass wir wie ankommen und mit ihnen eine coole Zeit haben, habe ich das Gefühl, ist die Offenheit entstanden. Und auch sehr viel gebildete Leute, sehr viel normale Menschen wahrscheinlich einfach. Ja, genau, ja, genau. Ja, ja. 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 Du tust es so ein bisschen differenzieren zum Westen, aber eigentlich sind genau gleiche Leute. Weißt du, die laufen die genau gleichen Shows. Was ich noch lustig finde, was sie zum Beispiel machen, also ein bisschen ähnlich wie unsere westliche Kultur, das sind zum Beispiel Rocksongs wie Rammstein oder irgendwie Offspring-Songs, die laufen, die du hörst in einer Bar, aber mit einem russischen Text drüber, russischen Gesang drüber. Also die sind dort sehr ähnlich. Krass. Genau. Ja. Ja, nein, also wirklich jeden Tag. Ah, was so lustig ist, das ist jeden Tag, also wenn ihr mal zu Russland seid und irgendjemand vorstellt, habt ihr zu 50% darauf gehört, dass einer der Alex, Alexander, Alexei oder Sascha heisst. Und das heisst alles das Gleiche. Also, es ist genau. Okay. Das ist, ja, voll. Das habe ich auch noch amüsant. Ja, voll. Sehr nice. Ja. Meinst du noch etwas? Hast du noch etwas von Ja, wir haben vorhin noch ein bisschen über vor dem Ganzen noch über das Thema Trainieren geredet, das du unter anderem auch noch machst. Du hast gesagt, du hast früher auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so mit der Vergangenheit. Was hast du dort genau gehabt? Genau, also Sport war eigentlich schon immer ein wichtiger Teil von meinem Leben. Zuerst hatte ich das Gefühl, Mannschaftssport, aber dann habe ich gemerkt, nein, lieber Einzelsport für mich. Bin dann sehr schnell ins Fitnesstraining reingekommen und so mit 15, 16 bin ich und mein Bruder ja, sie waren recht dran. Ich habe dann auch so ein bisschen an einem Bild nachgejagt, das wie vermittelt wurde durch die dann aufkommenden Medien, wie ein Männerkörper sein sollte. Ich habe mich dann so ein bisschen verfangen und habe mir dann auch Verletzungen zugezogen, habe meine Handgelenke entzündet. Später in meinem Leben, bevor ich eigentlich wieder so richtig in Sport rein konnte, habe ich meine Gesundheit ein bisschen tober gemacht. Ja, Magenprobleme, entzündete Stimmbänder, ich habe sehr, also depressive Phasen durchgemacht. Und dadurch, dass es wie aus, dass wie die Schwierigkeiten, die Schmerzen durch meinen Magen resultiert waren, hatte ich so das Gefühl, hey, wenn ich mich kontrolliere, was in meinem Magen in- und ausgeht, also vor allem eingeht, dass ich so ein bisschen, ja, dass ich einen Griff bekomme, habe dementsprechend noch weniger gegessen, bis sehr, sehr untergewichtig war. Als es mir dann wieder ein bisschen besser ging, habe ich gemerkt, hey, ich muss aus dem aus dieser wirklich Ungewichtigkeit raus, ich habe mich auch nicht gut gefühlt. Und der ist dann, gerade vor allem der ist dann Sport, Fitness und auch Training allgemein. Yoga habe ich auch parallel dazu gemacht. Das hat mir zum einen ein bisschen den sportlichen Aspekt gegeben und auch so ein bisschen das Spirituelle, das man auch gut da hat, um so ein bisschen die psychischen das Psychische zu verarbeiten. Aber vor allem das Fitness, das mich so ein bisschen aus dem wo ich animiert hat, hey, und jetzt wieder genug gegessen habe, jetzt wieder ja, sich wieder besser fühlen, wieder ein besseres Körpergefühl bekommen. Und da bin ich jetzt eigentlich seit heute, ja, oder bis heute respektive und fortfolgend dran. Es wird auch immer so ein Aspekt von meinem Leben sein. Ja. Genau.
Ja, ich finde auch spannend, ihr findet mich auch verschnien auf den Social Media. Ja, die Hütte fahren, genau. Ist das auch die Reaktion, dass du gesagt hast, eben, ich erlebe das mega oft, oder eben, dass Leute so falsche Vorbilder haben oder falsche Vorstellungen. Hast du dann gesagt, okay, ich muss ein bisschen fort von dem Ganzen, von dem Social Media, hat es mich sehr negativ auf dich eingewirkt? Also, negativ eingewirkt hat es sicher, vor allem auch in meiner Vergangenheit, wie ich vorher ausgeführt habe. Dass ich mich dort so ein bisschen gelöst habe, ich war vorher auf Facebook und auf Instagram aktiv. Aber das hat andere Gründe. Das ist eine Anmachung mit der Freundin, dass man gesagt hat, hey, wie fühlen wir uns eigentlich, ich bin jetzt ehrlich, auf dem WC hockst und dann scrollst du Instagram. Ich sage auch, dort ist wieder Moderation sehr wichtig. Weißt, je nachdem, auf was du folgst. Aber ich persönlich habe das gleiche Gefühl, wenn ich Zeitung lese, habe dann auch das gleiche Gefühl, wenn ich soziale Medien mich mit dem konfrontiere, dass mich anschliessend nicht so gut. Oder es hat mir nicht einen Mehrwert gebracht. Ja. Unabhängig von dem, dass es halt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dann habe ich gemerkt, für mich, das muss ich nicht mehr haben. Aber ich bin dann nicht aktiv in die Anonymität, digitale Anonymität rein. Ja. Ich habe einfach gemerkt, ich habe den Schritt mal gemacht, das Gefühl gehabt, es wird vielleicht nur temporär. Ist dann schlussendlich nicht gewesen. Aber ich nehme mir auch zurecht, raus, übermorgen zu sagen, hey, jetzt habe ich wieder Lust. Und dann gehe ich wieder. Okay. Genau, aber es ist unabhängig von meinem Sport. Okay, wie auch entstanden. Ja, genau. Okay. Das ist eigentlich eine ganz simple Frage, wenn du es so überlegst. Auch im Sinne von, wenn du dir einfach rein den Aspekt überlegst, ich war die letzten 15 Minuten jetzt auf den sozialen Medien. Bin ich jetzt wirklich glücklicher als vorher? Hat mich das, weißt du, so wie gleich befriedigt, wie wenn ich jetzt ein Gutes gegessen hätte? Ja, ist ein guter Vergleich. Ja, oder der Mehrwert, so wie, der daraus herauskommt. Ja, genau. Das ist wirklich der simple Mehrwert, wie geht es mir danach? Ja. So, habe ich ein Glücksgefühl gehabt, überhaupt in dieser Zeit? So, wie wenn ich halt irgendetwas gemacht hätte? Ich sehe dir halt auch die Wichtigkeit, weißt, je nachdem, mit welcher Intention ich es mache. Ich gehe jetzt auf sozialen Medien zum Zeitvertreib. Und ja, da kennen wir uns auch. Oder beispielsweise, du wachst am Morgen auf und so, wachst nicht aus dem Bett und dann ist eine Stunde durch. Dann denkst du wieder, Scheiße. Oder du brauchst zum Beispiel soziale Medien eben, für eine Band oder für eine Show. Denkst vielleicht, hey, wir könnten es vielleicht auch noch promoten. Das ist wie etwas ganz anderes. Das ist fast notwendig mittlerweile. Definitiv. Und dort ist es ja auch genial. Also ich schätze das auch, dass ich. Ich habe es dann auch geschätzt, dass ich mit Leuten in Verbindung bleiben kann, die zu Russland sind, beispielsweise. Und gratis. Ja, ja, aber ich finde, dort, für mich war es dann wirklich einfach so, der Mehrwert ist nicht da. Ja. Das ist stark. Ja, weil das ist schon so ein bisschen oldschool Facebook, so habe ich so das Gefühl. Das ist so wie früher, ist Facebook wirklich Sinn und Zweck gewesen, bei den Ferien gewesen, jemanden cooles kennengelernt, ich wollte mit dem in Kontakt bleiben. So. Und dann ist halt definitiv vieles anderes dazu gekommen. Ja. Sag jetzt mal, vielleicht weniger cool ist. Ja, ich habe das Gefühl, mittlerweile hat sich sogar auf Musikszene etabliert. Irgendwie, weißt, wo irgendwie Musik mittlerweile auch immer wie vermehrt dargestellt ist. Schau mal, wie cool ich bin, was ich alles habe, wie meine Optik ist, was ich für Kleider annehme. Also irgendwie ist dort Instagram und Musikvideos recht ineinander verschmolzen. Also, wie erlebst du das so? Ich erlebe das genauso, ja. Also, die meisten Anfragen für Konzerte oder so, das läuft halt über die sozialen Medien. Oder eben, wenn wir Sachen vermarkten, wenn wir einen Song aufladen. Ist ja klar, wir nehmen Musik auf. Heutzutage kauft fast niemand mehr CDs. Und wenn kaufen sie CDs? Ja, an Konzerten. Ja. Aber es ist wie fast zu wenig. Wenn wirklich Leute unsere Musik hören, dann ja, halt über soziale Medien oder über Spotify. Und über die sozialen Medien werden sie darauf aufmerksam. Also, ja. Das erlebe ich schon so. Und dort ist so ein mega gutes Instrument. Das kann, eine Chance. Ja, bei uns hat es leider noch nicht so funktioniert. Hey, gleich, Jungs! Wir bleiben optimistisch. Somit wär's das mit unserem langen Interview, würde ich sagen. Ja, sehr spannend gewesen. Merci. Merci vielmals. Du siehst hier auch noch die volle Show, die mittlerweile Lotus ist. Und hier unten schon noch irgendetwas. Ich wünsche euch viel Spass und bis gleich wieder.